Wieso? Warum ist Schach in den letzten Jahren so beliebt geworden? Ich hab's nicht verstanden, mir das Thema genauer angeschaut und verstehe es immer noch nicht. Trotzdem habe ich etwas andere Theorien als die Mehrheit der Menschen. Erst einmal kurz zusammengefasst. Ein Schachfeld besteht aus 64 Feldern mit jeweils 16 Figuren, schwarz oder weiß. Das Ziel ist, den König des Gegners schachmatt zu setzen. Das heißt, er kann sich nicht mehr bewegen, ohne im Schach zu stehen. So viel dazu. Jetzt meine irrelevante Meinung. Ein Grund für mich ist Andrew Tate. Er hat eine große Reichweite und zeigt, dass Schach nicht Streber, sondern für erfolgreiche und intelligente Menschen spielen. Naja, meistens. Und da viele Anhänger des heiligen Andreas so sein wollen wie er, fingen sie an, Schach zu spielen. Ein weiterer Grund für mich sind Schachstreamer wie Gotham Chess, Magnus Carlsen oder Hikaru Nakamura oder die Botez-Schwestern. Ja, und generell hat Online-Schach in den letzten Jahren wegen des Lockdowns an Bedeutung gewonnen, weil die Leute zu viel zu Hause saßen. Die Menschen erkannten einfach den Unterhaltungswert. Die Netflix-Serie Dame Gambit hingegen fand ich jedoch weniger fördernd. Nur weil es gut dargestellt wurde, muss niemand Schach spielen. Naja, ich glaube, dass der Hype nicht von Dauer ist und wir uns in ein paar Jahren fragen werden, was das überhaupt war. Solange es aber noch da ist, genießt ihn, Nerds. Ja, aber du hast doch gesagt, dass das cool ist und nee, hab ich nicht. Tschüss.